Hallo, Marco hieß du, glaube ich, ne? Ja. Wenn du magst, bist du bereit zum Abflug? Achso, Moment. Hier bleiben. Ich muss mir das nochmal anhören. Steig ein, Spyro. Oh. Jetzt kommt's nicht mehr. Ich hab's weggedrückt. Es tut mir leid. Bumm. Der Übergang gefiel mir gerade sehr gut, dass das so, dass die Musik so wegging irgendwie, aber so unterwassermäßig. Und da sind wir bei den Peacekeepers. Moment, hier gab's doch irgendwas, oder? Scheuche 6 Gnorks in Zelte. Ja, das sollte nicht so schwierig sein. Titan. Oder Titan. Willkommen bei den Friedensstiftern. Unser Schatz wurde geklaut und wird gegen uns verwendet. Bitte, hol unseren Schatz zurück, Spyro. Den Schatz zurückholen, alles klar. Der sah auch sehr cool aus. Der hat mir sehr gut gefallen. Du, geh mal weg mit deiner Scheißkanone da. Nee, ich will nicht an die Kanone. Erstmal noch nicht. Obwohl, doch, können wir ja schon machen, ne? Oder nee, oder doch, oder nee. Ich weiß es doch nicht. Stirb, du Sau. Ach stimmt, wir haben ja keinen Sparks. Da müssen wir erstmal hier. So. Bitte, Sparks, friss. Ich habe extra für dich Tierchen getötet. Achso, du bist schon gelb. Guck mal. Kakteen mit Fingern. Wenn man das so nennen kann. Hat einen Finger am Kopf. Beziehungsweise eine ganze Hand mit drei Fingern dran. Du kommst auf mich zu, ne? Ja. Oh. Ich hoffe, mir gibt es mehr als... Ah, super. Okay, die machen das auch die... Nee, macht ihr das die ganze Zeit? Nee, die machen das nicht die ganze Zeit. Ich meine, das wäre damals so gewesen, dass sie das die ganze Zeit gemacht hätten, ihren blanken Po zu zeigen. Klippenstadt. Das sieht auch sehr cool aus mit dem Nebel, der da rauskommt. Ich weiß, aus dem anderen Zeug ist auch Nebel rausgekommen, aber das sah hier halt irgendwie sehr cool aus. Stirb. 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 Okay. Das ist unser nächster Ballonfahrer. Okay, ah, hier ist noch ein Häuschen. Da ist noch so ein Kanonenwart, wenn man den so nennen kann. Ist auch salutierend umgefallen. Die machen auch, ist mir gerade aufgefallen, die machen nicht mehr so... So viel wegen... Geht ohne mich. Hey, Spyro! Sparks, die Libelle, hat dich bisher gut beschützt. Halte ihn bei Kräften, indem du ihn viele Schmetterlinge fressen lässt. Dumm, dumm, dumm. Wir reden erstmal mit... Wie heißt du denn? Die Welt der magischen Künstler ist weit weg und sehr gefährlich. Gosnold. Finde 1200 gestohlene Schätze, dann zeige ich sie dir.
Dann zeige ich hier mal einen richtigen Hasen. Was war das? Ah, Edelsteine. Eishöhlen. Na? Sparks wollte nicht. Musste ich mir wieder selbst einsammeln. Oh, ein Mini-Kaktus. Schön grüne Edelsteine hier. So. Dann haben wir hier noch ein paar Kisten, die wir aufschießen können mit Witzekanone. Ja, der Rauch gefällt mir jetzt nicht so von der Kanone. Aber man kann ja auch nicht alles haben. Aber was ich auch cool finde, das tut die Seite wechseln. Denn wenn wir hier stehen, Dr. Champ, und dann wechselt das die Seite. Anstatt dass das auf beiden Seiten steht, wechselt das die Seite. So. Ach genau, da müssen wir ja da oben gegenschießen. Da war ja was. Peng. Nice. Okay. Oh, das war schon damals eine knifflige Stelle. Hier ist Nightflight. Werden wir, denke ich mal, als erstes machen, dann habe ich es hinter mir. Ach. Ach, die ist hier offen direkt. Das ist ja interessant. Ich glaube, die ist sonst zu gewesen, oder? Muss man, glaube ich, erst gegenschießen. So. Gunnar! Gut gemacht, Spyro. Mach weiter so, dann wirst du dein Schicksal erfüllen. Schicksal? Ich will doch nur draufhauen. Grille die Gegner und sammle den Schatz ein. Schöne Zähne. Nicht mal eine Chance gehabt, wegzukommen. 3 Eier haben wir. Na. Oh, ein Schlüssel. Ach stimmt, den brauchen wir ja für den Weg da nach oben. Hol mir erstmal. Oh, da vorne habe ich 2 liegen lassen. Aber da müssen wir eh hin zurück. Lass mir die erstmal da. Und wir fliegen hier rüber. So, müsste hier genau. Hier ist die Kiste für den Schlüssel. So. 12, bitte. Nee, 10. Sind das 10? Ja, sehr gut. Und die 2 liegen noch da unten. Das heißt, wir müssen erstmal die Pampe. So. Wir haben alle Edelsteine. Das Level sollte fertig sein, genau. Und dann machen wir erstmal Nightflight. So. Schön lila mit Schnee. Nee, das ist nur, dass wir fliegen. Sah eben gerade ein bisschen nach Schnee aus. Gibt's eigentlich ein Schneelevel bei Spyro? Blowhard vielleicht, da liegt glaube ich ein bisschen Schnee rum. Okay. Ach, das ist, wenn man alles gesammelt hat von einer Sorte. Da habe ich doch jetzt irgendwas verpeilt, oder? Nee, tatsächlich, ich habe alles. Die Musik gefällt mir nicht so gut. Die ist mir nicht... Da ist mir zu wenig Wumms hinter irgendwie.
genau, die. Die sind aber hier schlecht zu erkennen, finde ich. Oh, Gottes Willen. Eieieiei. Oh, knappe Kiste, du. Aber wir haben alles, glaube ich. Moment, ich will mal... Was ist denn, wenn wir, Ja, 100%, okay. Yeah! Beenden. Gut. Hätten wir das erste Level bei den Peacekeepers schon mal geschafft? Beziehungsweise den Friedensstiftern. Dann machen wir jetzt... Ich wollte eigentlich schon mal direkt Eiskäfern hinter mich bringen, aber... Oh, der war knapp, du. ich würde sagen, wir fangen von ganz Anfang an. Und das ist... Ich weiß nicht mehr, wie das Level heißt. Das war irgendwo... Ist das das? Stand das schon immer da, das Level? Ich meine, das hätte irgendwo hinten in der Ecke gestanden. Ja, machen wir Klippenstadt. Tatütata, werdet ihr wahrscheinlich nicht hören. Hoffentlich. Tatütata. Das ist, glaube ich, ein bisschen umfangreicher. Yo, raste aus. Ah, nee, dit? Ich dachte, das wäre ein anderes Level. Ach, scheiße. Der gefällt mir. Okay. Die Musik ist schon wieder besser. Ganz viel Sand und Sachen. Ach stimmt, die dicken Frauen gab es ja hier, die am Gucken waren. Du hast eine lustige Frisur. Okay, kann man... Achso, Moment. Ist das hier im Spiel? Moment. Tatsächlich, das hört sich so an, als ob das irgendwie, als ob hier im Haus auch jemand Spyro spielen würde und total laut die Musik anhätte davon. Das ist cool. Das gefällt mir. So, hier ist, glaube ich, nichts. Kunstgalerie. Sammle Fähigkeitspunkte, um Teil 1 und Teil 2 der Kunstgalerie freizuschalten. Cool. Dann kriegen wir ein bisschen Kunst. Okay. Aber hier gibt es keine Könnerpunkte. Ich nenne sie Könnerpunkte, auch wenn sie Stilpunkte heißen. Ah, hat er doch noch einen ausgespuckt. Kannst du nochmal? Nee, nur einmal. Ich dachte, er würde das automatisch machen, weil eben habe ich anscheinend irgendwie so aus Versehen noch dagegen gefaucht, sag ich jetzt schon wieder. So. Over the bridge. Ich glaube, hier war der... Ich dachte gerade, das wären Handschuhe. hier war der Eierdieb, glaube ich, relativ schwierig. Halvor.
Wie soll man eine Metallrüstung mit Flammen angreifen? Denk dran, Spyro. Flammen nützen nichts gegen Metall. Aber ein Angriff mit deinen Hörnern sollte wirken. Sein Hammer sah ein bisschen aus wie Thaddeus. So, wir machen dich erstmal platt. Wo ist er hin? Hat er sich teleportiert? Der macht hier voll den Boost, der Penner. Haben doch noch gekriegt. Wunderbar. So. Yeah. Okay, hier haben wir alles. Gehen wir erstmal hier hin. Ich finde das cool, dass er sich nochmal so ein bisschen rettet, wenn wir so an der Kante irgendwie sind. Oh, guck mal, Leben. Oh. Oh, ganz an der Ecke hier. Wasserfall ist auch wunderschön. Mit der Plörre. So. Dann gehen wir mal nach oben, ne? Also mit den Zielpunkten, das finde ich echt schön, dass sie das gemacht haben. Weil sowas hat mir im ersten Teil irgendwie ein bisschen gefehlt. Bei Dr. Shen müssen wir auch mal, wir vor allem, muss ich auch mal die Leute in den Abgrund laufen lassen und gucken, ob die dann auch noch schreien. Achso, da brauchen wir eine Rakete für. Hallo ihr beiden. Zu viele, ihr seid zwei Köche an zwei Einzelnen. Wollte schon sagen, zu viele Köche verderben den Brei. Und die Suppe? Versalzen die Suppe? Ich weiß nicht mehr, wie das Sprichwort ging. Zu viele Köche verderben den Brei oder versalzen die Suppe? Ich weiß es nicht. Enzo! Hey, was ist auf der anderen Seite vom Fluss? Gleite doch hin und finde es heraus. Der war doch bestimmt noch nie selbst da drüben. Wir fliegen erstmal zur Rakete. Würde ich vorschlagen. Ach, guck mal. Fire Snakes. Okay. Ja, komische Fire Snakes. Oh, ein 10er. Haben wir eigentlich schon 25er gesehen? Ich habe da gar nicht so wirklich drauf geachtet. Und da haben wir auch schon unseren Strudel. Wunderbar, da müssen wir den Weg nicht mehr hoch. So. Dann würde ich sagen, fliegen wir doch einfach mal rüber. Und man kann die Edelsteine auch von Weitem sehen, so wie das aussieht. Das ist doch schön. Schön. Wow. Der Burner. Kriegst du eine Trophäe dafür? Wird geladen. Habe ich ja eben ganz schön verkackt, ne? So, du. Geier, du. Hat keinen Bock auf mich. Sparks. Sparks. Mein Gott. Ein Urlaub oder so. So, ist das hier auch so blum? Blum? Ach, da.
Schön. Oh, die Sonne blendet. Komm mal her, du. Hey! Du Arschkeks. So. Vom gleichen Schlag. Wofür ich die auch immer bekommen habe. Unser letzter Drachen, glaube ich. Marco. Du bist am höchsten Punkt der Klippenstadt. Von hier aus kannst du fast jeden Ort erreichen. Ich würde den Wirbelwind da drüben nutzen. Aber wir fliegen erstmal darüber. Kommen wir hier hoch? Ja. Locker, lässig. Und da oben habe ich gerade noch zwei Edelsteine gesehen. Die hätte ich jetzt total verpeilt. So. Und hinter das Häuschen. Ach stimmt, die Kiste. Ich habe gerade gesehen, die Kiste ist nicht kaputt. Das ist scheiße. Da müssen wir noch ein bisschen Zeit dafür investieren. Ich habe gedacht, das wäre gespeichert geblieben. Naja. Okay, die Rakete ist aber noch da. Hätte ja sein können, dass das irgendwie so ein Bug ist oder was. Yay! Wir haben alle Edelsteine. Und 100% des Levels abgeschlossen. Wunderbärchen! Ab zu den Peacekeepers. Und wir haben mittlerweile schon 1900 Edelsteinchen. Was für ein Level machen wir denn als nächstes? Ich vermisse ein Level. Wo ist das hin? Ich bin doch nicht doof. Oh, guck mal, da sind gelagerte Fässer und sowas. Fässer und Kisten von John McCrate. Ich vermisse. Da ist es! Ich hab's gefunden! trockene Felsschlucht. War das nicht Dry Canyon? Oder Dry. Ich glaube, das hieß Dry Canyon. So, das ist ein Level, was ich eigentlich nicht so mag. Mal gucken, was sie draus gemacht haben. Musik ist auch gut. Kann ich jetzt zu Beginn schon sagen. Bäh. Oh. Also die Instrumente hören sich jedenfalls gut an. Es hat mir bei Nightflight nicht so gefallen. Haha, ich bin drüber gesprungen. Oh, ich habe keinen Sparks mehr. Sparksy, Parksy, wo bist du? Da. Ein Äschen. Noch ein Äschen. Blöpp. Oh. Blöpp.
Da hat mir das Geräusch aber auch besser gefallen. Bei diesen Anpustkisten. Wenn man die so nennen kann. Das war mehr so ein... glaube ich. Und ihr hört euch ein bisschen nach Wario irgendwie an. So. Wo bist du? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie an einer Stelle... Scheiße. An einer Stelle irgendwie immer so einen kleinen Boost haben. So, ich brauche ein Esschen. Das reicht mir schon. Dann schreiten wir mal im Level weiter fort und hören uns erstmal hier den guten Drachen an. Conan! Oh. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Bitteschön. So. Was war das denn gerade? Ja gut, dann machen wir erstmal hier unten weiter. Weil ich weiß, dass es da oben weitergeht. Also weiter geht. Und da ist noch ein Drache. Befreien wir den auch erstmal. Boris. Die trockene Felsschlucht belohnt gute Gleiter. Du bist doch einer, oder Spyro? Ich wurde zum Gleiten geboren. War das auch so offensichtlich? Ich glaube nicht. Muss man eigentlich richtig hart um die Ecke drumherum fliegen. Oder war das hier? Nee. Es war doch hier. Und das ist auch Maximus Schlüssel. Super geglitten, Sparrow. Ich dachte schon, ich sitze ewig hier fest mit diesen Geiern auf dem Kopf. Die sehen zwar zäh aus, schmecken aber lecker. Besonders über dem Feuer gegrillt mit einer Prise Salz. Alles klar. Gut, wir haben unseren Schlüssel. Da kommen wir nachher noch selbst hin. Das heißt, wir düsen hier weiter. Wir werden wahrscheinlich jetzt da rauskommen, wo ich eben nicht hinfliegen wollte. Aber hier liegt ja noch ein bisschen was rum. Oh, komm mal her, du. Und noch ein Leben. Sehr schön. Die Kiste müsste, glaube ich, in dem Weg sein, wo ich noch nicht hin wollte. Beinahe. Ach, da ist ja noch einer. Beinahe ins Levelende reingelaufen.